Du träumst von einer prächtigen Blumenwiese, von so einer mit knallbunten Farben, mit vielen Blüten, das Paradies für Bienen und für Schmetterlinge. Dann bist du in diesem Video genau richtig. Hier erfährst du kurz und knapp, was diese Blumenwiesen brauchen, wie so eine Blumenwiese hergestellt wird und was das kostet. Wenn das interessant ist für dich, dann bleib jetzt dran. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Draußenhelden. Mein Name ist Thomas und in diesem Video geht es um Blumenwiesen. Du kennst sie bereits, diese bunten Wiesen, vielleicht an Straßenrändern oder an den Kreisverkehren in den Städten oder auf den Garten schauen. Überall sieht man sie, diese bunten Wiesen. Und du möchtest diese Wiese auch in deinem Garten haben? Kein Problem. Deswegen habe ich dir für drei Fragen, wie immer, drei Antworten mitgebracht. Und die da wären: Was brauchen diese Blumenwiesen? Wie macht man die und was kostet das? Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Video. Und wir starten auch gleich mit Frage Nummer 1, Blumenwiesen. Was brauchen die? Das Allerwichtigste bei Blumenwiesen ist Sonne. Und zwar volle Sonne von oben. Wenn du also auf der Nordseite von deinem Haus zum Beispiel eine Fläche hast, wo du gerne Blumenwiesen einsäen möchtest, nicht so geeignet. Wenn du im Garten viele große Bäume hast, die dauerhaft Schatten werfen, auch da wird deine Blumenwiese nicht funktionieren. Ich habe das mal getestet und habe unter unserem Apfelbaum eine Blumenwiese testweise gesät. Es funktioniert tatsächlich nicht. Die Pflanzen entwickeln sich nicht, sie bekommen kein direktes Sonnenlicht. Also, Sonne, Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist mindestens genauso wichtig, nämlich Betreten verboten. Ganz einfach, wenn du durch die Blumenwiesen durchspazierst, egal am Anfang, wenn sie keimen oder später, wenn sie wachsen, es funktioniert nicht. Die Halme sollen ja groß werden und die Blumenwiesen werden ja so ein halb, dreiviertel Meter hoch. Und wenn du da auch nur einmal oder mehrfach sogar durchspazierst, dann knicken die Halme ab und es funktioniert nicht. Wenn du also sagst, oh, so ein paar Mal sollte ich schon diese Fläche betreten, dann ist also die Blumenwiese nichts für dich. Dann wäre eher der ganz normale Rasen für dich das Richtige. Ich habe dir mal ein Video gemacht, Normalrasen, Rollrasen, schau dir gerne mal rein, das wäre dann eher das Passende für dich. Und Punkt Nummer 3 auf die Frage Blumenwiesen, was brauchen die, ist lockere Böden. Wenn du einen lockeren Boden hast, dann gedeiht deine Blumenwiese perfekt. Wie kriegst du nun so einen lockeren Boden? Diese Frage behandeln wir in der Frage Nummer 2, nämlich Blumenwiesen, wie machen wir die? Im Prinzip sind die Vorbereitungsarbeiten für die Raseneinsaat genau gleich wie für die Blumenwiese, nämlich die Einarbeitung von Sand und nochmals von Sand ist immer zu empfehlen. Faustformel 2 cm dick Sand, einfräsen, einhacken, dann hast du den Boden optimal vorbereitet für Rasen und für die Wieseneinsaat. So, der Boden ist jetzt schon locker, dann könnten wir eigentlich starten und die Blumenwiese einsehen, richtig? Wenn wir das machen, dann wird nach 2 oder nach 4 oder nach 6 Wochen die Wiese langsam anfangen zu keimen und zu wachsen. Und man wird sehen, dass die Wiese sich entwickelt. Aber gleichzeitig wird auch das Unkraut wachsen. Und oftmals ist das Unkraut schneller und höher als die Wiesensamen. Und das sind die hohen Disteln, die kriegen dann Blüten und die schmeißen dann ihre Samen überall hin. Und die ganze Wiese wird dann verseucht durch Unkrautsamen. Und dann wollen wir in die Fläche rein und die Unkräuter rausziehen und dabei machen wir Fußspuren und reißen auch die frisch gekeimten Wiesenkräuter aus. Das ist alles Mist. Was wäre die Lösung? Die Lösung wäre doch, dass wir einfach ein paar Wochen warten, bis das Unkraut erstmal wächst und sein Pulver erstmal verschossen hat. Wenn wir sehen, das wächst, dann können wir das ja aushacken, ausreißen. Und dann warten wir nochmal, dann wächst nochmal ein bisschen Unkraut nach. Und auch das machen wir weg. Und wenn die Fläche clean ist, dann kommen wir mit dem Wiesensamen, den säen wir aus und dann kann die Wiese schön gleichmäßig wachsen, ohne dass wir in die Fläche müssen und nach dem Unkraut jagen. So, und jetzt brauchen wir mal einen innerlichen Kalender zum Mitrechnen, weil die Wiesensamenhersteller, die sagen, zwischen April und Juni ist die beste Zeit zum Aussäen. Macht auch Sinn, weil vorher ist es noch ziemlich kühl und nachher ist es dann relativ spät im Jahr, dann wird es schwierig für die Gräser, dass die überhaupt noch alle zur Blüte kommen.
Das heißt, wir müssen also ziemlich früh anfangen und die ersten Bodenvorbereitungsarbeiten machen. Denn, wir haben ja gesagt, das Unkraut soll keimen können. Also beispielsweise fangen wir an im März und bearbeiten da den Boden, warten dann 4 Wochen bis im April, machen dann einmal das Unkraut weg, tun nochmal fräsen, warten wieder 4 Wochen und dann sind wir im Mai. Da machen wir das zweite Mal das Unkraut weg und bearbeiten den Boden nochmal und können dann im Mai die Wiesensamen einsäen. Das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt und dann können die Gräser gut wachsen. Alternativ können wir sogar im Vorjahr beginnen und im Oktober, November schon den Boden vorbereiten und den dann über den Winter liegen lassen. Dann haben wir noch mehr Zeit, um den Boden clean zu machen, also um die Rasen, um die aufgekeimten Unkräuter wegzumachen. Und wenn du das beachtest, dann steht einer bunten Blumenwiese nichts mehr im Weg. Und damit zur Frage Nummer 3. Was kostet das? Immer eine wichtige Frage, weil du solltest ja wissen, was für ein Budget du einplanen musst. Und bei den Blumenwiesensamen, da wundert man sich echt, was die kosten. Für so eine kleine Tüte so viel Geld. Aber der hohe Preis ist wirklich berechtigt, weil natürlich die Herstellung von den Blumenwiesensamen sehr, sehr aufwendig ist. Es gibt da verschiedene Anbieter und die Ausbringungsmenge, die variiert zwischen 2 und 5 Gramm pro Quadratmeter. Erscheint erstmal nicht viel, aber wenn dann der Kilopreis zwischen 100 und 200 Euro liegt, dann kann man schon mal hochrechnen, dass man da eine ganz schöne Summe beieinander hat. Also wenn du eine Fläche von 10 mal 10 Metern hast, das wären 100 Quadratmeter, mal jetzt mit 5 Gramm pro Quadratmeter berechnet, so ist zum Beispiel Gönninger Sommerpracht, eine tolle Blumenmischung, dann brauchst du für die 100 Quadratmeter brauchst du 500 Gramm Saatgut. Also entsprechend ein halbes Kilo, das kostet dann ja um die 100 Euro möglicherweise, aber das ist es wert. Und das solltest du wirklich bedenken, nimm das Geld in die Hand und kauf den guten Samen, weil es lohnt sich wirklich. Was auch noch wichtig ist, es gibt einjährige Blumenwiesenmischungen und mehrjährige Blumen- und Kräuterwiesen. Bei der einjährigen ist es klar, du wirst einmal im Frühjahr aussäen und dann wächst das Ganze ein Jahr lang und dann ist es durch. Bei der mehrjährigen ist es so, dass du im Frühjahr aussäst und dann wird entweder einmal oder zweimal im Jahr gemäht und das Schnittgut bleibt liegen, sodass der Same ausfällt und dass jedes Jahr neu wieder die Gräser keimen, die ja vor Ort dann ausgesamt sind. Also vom Kostenpunkt her ist es natürlich wichtig, dass die mehrjährige einmal ausgesät wird und dann jedes Jahr wiederkommt. Also du hast keine Folgekosten. Bei der Einjährigen musst du das jedes Frühjahr wieder neu machen. Aber ehrlich gesagt ist die Einjährige auch Wahnsinn. Also dieses Feuerwerk an bunten Blumen, wunderbar. Fassen wir kurz zusammen, was wir in diesem Video besprochen haben. Wir haben uns in Frage 1 überlegt, was Blumenwiesen tatsächlich brauchen und festgestellt, dass die erstens kein schattiges Plätzchen benötigen, sondern dass die volle Sonne brauchen. Dass die zweitens nicht betreten werden wollen, sondern dass die einfach schön und gleichmäßig wachsen wollen. Und als drittens brauchen die lockeren Boden. Diesen lockeren Boden kriegen wir, indem wir Sand einfräsen. Und dann ist es wichtig, dass wir genügend Zeit mitbringen, nämlich Zeit, damit die Unkräuter aufwachsen und dass wir die Unkräuter beseitigen können, bevor wir den tatsächlichen Wiesensamen ausbringen. Und in der Frage Nummer 3, was kostet das Ganze, haben wir festgestellt, dass das Kilogramm Saatgut mit 100 bis 200 Euro ziemlich teuer ist. Aber es lohnt sich ja, weil wir einmal im Frühjahr aussäen und dann den ganzen Sommer über ein Blütenmeer haben. Und nebenbei bemerkt, wenn wir die mehrjährige Blumen- und Kräutermischung nehmen, dann müssen wir einmal aussäen und haben dann über mehrere Jahre unsere Ruhe und können die Blüten genießen. Und damit zum Fail des Tages. Immer wieder sieht man es, dass frisch gekeimte Blumenwiesen gewässert werden. Und zwar jeden Tag mit dem Schlauch. Was für ein Nonsens. Blumenwiesen werden, wenn überhaupt, höchstens alle 3 Wochen einmal gewässert. Aber dann den Regner stellen und dann lange, lange gießen, damit das Wasser tiefgründig reingeht. Weil die Wurzeln sollen ja auch tief nach unten wurzeln. Alles andere ist völlig sinnlos. Ich weiß, ihr macht sowas nicht. Ihr wisst es ja. Das war auch schon das Wichtigste kurz und knapp zum Thema Blumenwiesen.
Wenn du noch mehr Details und mehr Infos haben möchtest, dann hol dir doch gern den Online-Kurs, Link in der Videobeschreibung. Und das Schöne ist, mit jedem Online-Kurs unterstützt du ein soziales Projekt. Infos unter draußen-helden.de. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn du dieses Video cool fandst, dann hinterlass doch gerne ein Feedback hier. Und wenn du keine weiteren Folgen verpassen möchtest, dann abonnier doch gern den Kanal. Und denk immer dran, wer den Garten selbst erstellt, der ist per se ein Draußenheld. In diesem Sinne, macht's gut, ich freue mich aufs nächste Video. Bis bald, dein Thomas.